Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zur Europa Universalis hier im Iron Man Mode. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Ich wollte euch nur mal kurz hier mit diesem schönen Blick auf unser gesamtes Reich starten lassen. Und heute widmen wir uns dem Osmanischen Reich, sobald wir die letzten Rebellen niedergerungen haben. Sind die auch unterwegs nach Navanagar? Wo ist Navanagar? Wird doch bestimmt irgendwo hier sein. Gucken wir mal. Navanagar. Hier oben. Wisst ihr was? Dann lassen wir die erstmal hier stehen. Schicken sie dann hoch. Ich habe auch Armeen wieder umbenannt und so weiter, das Übliche. Und das Spiel möchte immer noch von mir, dass ich Frankreich rivalisiere, aber nein. Nicht bevor die Osmanen endgültig ausgeschaltet sind. Und wir haben eine reiche Ernte. Natürlich wollen wir das Geld in die Schatzkammer stecken. Oder wollen wir das? Ich bin mir gerade tatsächlich nicht mal so sicher. Wir investieren das Geld. Und geben gleichzeitig wieder mehr Geld aus und investieren. Nicht hier. Hier. So ein bisschen zumindest. Es ist immer noch der Wahnsinn, wenn man erstmal so ein Weltreich aufgebaut hat, wie viel Geld man dann macht. Und ich muss sagen, dieser Save macht mir selber sehr viel Lust auf The World Conquest im Moment. Allerdings muss ich mal gucken. Es ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass wir eine hatten. Ich muss generell gucken, was wir beim nächsten Mal spielen. Da steht ja noch einiges aus. Der nächste große Patch dreht sich ja rund um Asien. Nicht um Asien, um Persien. Das war's mit diesen Rebellen. Und da muss man mal schauen, was sich ergibt, wie man damit am besten umgehen kann. Das heißt natürlich, ich möchte wieder was in dem Bereich spielen, damit ich auch möglichst viel von den Änderungen mitbekomme. Aber erstmal, die Ordnung wurde wiederhergestellt. Nach einer Reihe schwerer Jahre ist in unserem Volk endlich wieder Ruhe eingekehrt. Gegen Admin Power und verlieren Absolutismus. Ja gut, da kann man gegen vorgehen, werden wir auch bei Gelegenheit machen. Aber erstmal schauen wir. Im Kongo haben wir noch Truppen. Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt darauf, unsere Truppen hier oben zu verstärken. Gehen wir mal hier hin. Hier geht hier hoch. Und wir machen uns bereit, um gegen das Osmanische Reich vorzugehen. Außerdem fällt mir gerade ein. Genau, wir haben den Klerus. Das habe ich gerade off-camera nämlich gemerkt. Wir fordern Hilfe an. Wir holen uns... Lohnt sich der Inquisitor? Na, nicht wirklich. Wir holen den Theologen. Und wir fordern natürlich direkt Hilfe an. Aber ich glaube, wir bleiben aktuell sowieso beim anderen Berater. Oh, Malaysia wurde gegründet. Pasai ist zu Malaysia geworden. Ach ja, Erinnerung. Wir haben zwar nicht als Pasai angefangen, aber das haben wir ja auch schon hinter uns. Russisch-Mexiko hat Neuspanien den Krieg erklärt. Ob das so eine gute Idee war? Die sind doch bescheuert. Die sind jetzt schon in der Unterzahl. Oh wow. Gut, es kann sein, dass das Mexiko bald nicht mehr existiert. Wunderbar. Idioten. Ja, wie dem auch sei. Wir werden uns hier auf Khorasan fixieren am Anfang, damit wir die so schnell wie möglich raushauen können und viel erobern können. Und hier, Äthiopien hat Frankreich rivalisiert oder andersrum. Ja, interessant. Wie dem auch sei. Natürlich schicken wir einen Diplomaten zur Beziehung verbessern hier hin, weil uns das ja auch so viel bringt. Du kommst zurück nach Hause. Und wir werden gleich die Osmanen angreifen. Ja, Nationalismus macht wenig Sinn. Ich würde sagen, wir wählen ganz klassisch den Imperialismus. Auch wenn das bedeutet, dass wir natürlich bis nach Konstantinopel vorrücken müssen, aber das sollte nicht so schwierig sein. Auf der anderen Seite bin ich am Überlegen, ob ich Unterstützung dazu rufen soll. Nein, da mischte ich nur eine Großmacht auf deren Seite ein. Legen wir los. Und ich sollte meine Generäle eventuell noch verschieben. Gerade die hier sind nicht wirklich wichtig bei Khorasan. Sie sind nicht vollkommen egal, aber sie sind nicht so wichtig. Hier hätte ich gerne einen
Und hier hätte ich gerne einen Bleiungsgeneral. Kannst du dich nämlich hier drum kümmern? Du kannst dich erstmal nebendran stellen. Und du kriegst ebenfalls den General. So. Legen wir los. Und wenn ich so drüber nachdenke, sollten unsere Flotten hier definitiv, definitiv in Häfen fahren. Hierhin bitte. Wir haben außerdem aktuell zu viele diplomatische Beziehungen, weil wir noch Militärzugang haben von Marata. Sondern die hier. Kündigen wir natürlich wieder auf. Brauchen wir nicht. Ich bin aber sehr verleitet, mir weitere Generäle zu holen. Und genau das werde ich auch tun. Auch wenn das bedeutet, dass wir übers Limit gehen. Wenn das bedeutet, dass wir deutlich übers Limit gehen. Aber für den Krieg kann ich sie definitiv gebrauchen. Dementsprechend machen wir jetzt einfach mal so. Du marschierst hier hin, du marschierst hier hin. Die Großmacht Äthiopien hat Chorasan gezwungen, ihre Allianz mit dem Osmanischen Reich aufzulösen. Verdammt, das hätten wir auch machen können. Europäische Händler in China. Aufgrund eines beachtlichen Kontingents an europäischen Händlern in China schoss die Nachfrage nach chinesischem Porzellan in die Höhe. Chinesisches Porzellan ist in ganz Europa gefragt und die Chinesen akzeptieren nur Silber und Gold als Zahlungsmittel. Wir haben die auch nicht als Kriegsverbündeten reingezogen. Ich bin manchmal echt dämlich und vergesse einfache Dinge, die ich tun sollte. Aber okay. Portugiesisch-Brasilien interessiert uns nicht. Wir bleiben hier hart, ganz einfach. Und hier machen wir jetzt einfach mal so. Wir sichern uns ein bisschen im Hintergrund ab. Das interessiert uns weniger. So. Wir müssen dann eigentlich vor allem darauf hoffen, dass wir nicht einzeln gestellt werden. Äthiopien greift sie ebenfalls an. Das ist gut. Sie greifen unabhängig von uns an. Das wird für Ablenkung sorgen. Soll mir sehr, sehr recht sein. Silistra ist bereits in unserer Hand. Werden wir einfach die Stellung halten, bis die andere Festung gefallen ist. Und Khorasan ist ebenfalls schon in unserer Hand. Sehr gut. In diesem Fall marschieren wir mit der Armee mal ein Stück Richtung Süden. Und da sind osmanische Truppen. Khorasan hat jetzt schon zwei Festungen verloren. Das soll mir sehr recht sein. Den General. Nein, den General würde ich gerne übertragen. Der marschiert nämlich hier runter und soll sich dann um Horus kümmern. Während diese Armee im Hintergrund einfach das Territorium sichert. So, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Und damit sollte es relativ einfach sein, den Überblick zu behalten, eigentlich. Äthiopien wird ja, wie gesagt, selbst aktiv und die bringen auch nochmal 200.000 Mann mit rein, fast. Ja, das sollte eigentlich eine relativ einfache Sache werden. Und ich kann es kaum glauben, dass ich das gerade über das Osmanische Reich gesagt habe. Die werden es irgendwie noch schaffen, irgendwo Truppen plötzlich aufploppen zu lassen und sich ordentlich zur Wehr zu setzen, da bin ich mir sicher. Es ist immerhin das Osmanische Reich. Denen fällt immer noch was ein. Oh, mal so. Malediven sind ebenfalls bekehrt, sehr schön. Die einen kümmern sich um Hormus. Eigentlich könnten wir denen aushelfen, indem wir den Hafen blockieren. Und sobald das Gebiet hier gesichert ist, muss ich gucken, ob ich übersetze, um weiter gegen Khorasan vorzugehen. Oder ob ich die Armee mit ins osmanische Kernland ziehe. Also was heißt jetzt Kernland? Ins Grenzgebiet, wo wir eben gerade am Kämpfen sind. Aber auf jeden Fall, Bükreş ist gefallen und damit ist der Weg zur Hauptstadt frei. Und du hast den Belagerungsgeneral. Oleg Potemkin soll bitte hier rüber.
Ich möchte so schnell wie möglich Konstantinopel in unserer Hand haben. Und auch wenn es riskant ist, ich setze jetzt einfach mal darauf, dass die Osmanen nicht allzu sehr in unserer Nähe sind und wir uns im Zweifelsfall verstärken können. Wir belagern ein wenig. Hormus ist in unserer Hand. Und ja, wir gehen erstmal nach Khorasan. Das halte ich gerade für sinnvoller. Wir haben eine kleine Armee der Osmanen ausgeschaltet, okay. Du gehst hier hin, du gehst hier hin. Die Armee kann dann gleich den Angriff auf die Osmanen selbst verstärken und hier sind sie nämlich aktiv. Hier müssen wir jetzt darauf achten, dass wir gleich die Truppen zusammenziehen, sonst könnte es gefährlich werden. Weil hier doch relativ viele feindliche Truppen sind. Gut, wir greifen gerade die Hauptstadt der Osmanen an, von daher macht es nur Sinn, dass hier Feinde sind. So, du sollst mit darunter. Nee, wir gehen alle. Wir ziehen alle hier hin. Zumindest bis Konstantinopel gefallen ist und dann schauen wir weiter, wie genau wir vorgehen. Achso, und die sollte ich eventuell auch mal weiterschicken. Weißt du was? Marschiert mal nach Trapezunt. Holen wir uns erstmal das. Bisher haben wir noch nicht wirklich Gegenwehr abbekommen. Finde ich angenehm. Macht mich allerdings etwas misstrauisch. Wenn ich ehrlich bin. Sind die wirklich derart beschäftigt? Die werden noch rund... Moment. Schauen wir mal hier. Ja, 160.000 haben sie. 40.000 stehen hier. Also sagen wir mal, 50.000 sind in dem Bereich. Weitere 25.000 sind hier. Das sind nochmal 28.000. Das heißt, es fehlen noch knappe 60.000, die irgendwo zwischendrin rumrennen. Also nichts, womit wir es nicht aufnehmen könnten, sagen wir es mal so. Sehr schön, das gehört ebenfalls uns und damit dürften... Genau, damit haben die keine Festung mehr. Khorasan ist ziemlich am Ende. Und ich werde jetzt mal über den Frieden zumindest schon mal nachdenken. Auf der einen Seite denke ich mir, ich würde gerne hier mein Kerngebiet haben. Aber ich überlege halt, ob ich nach Arabien vordringen möchte oder nicht. Also ich möchte auf jeden Fall Persien komplett haben, damit wir die einfach weg haben. Geht gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich Hormus noch haben möchte. Andere Idee. Wie wäre es, wenn wir erstmal nur Arabien nehmen? Das würde vor allem die Osmanen wütend machen. Also ich will so nah wie möglich an die 100% ran, wie... ja, ich möchte so nah wie möglich an die 100% ran, schlichtweg. Deswegen regt es mich auch ein bisschen auf, dass ich sie nicht als Kriegsverbündete mit reingeholt habe, sonst hätten wir nämlich wesentlich mehr fordern können. Ich glaube, ich werde dann für diesen Frieden plädieren. Ich meine, sie stehen ja jetzt auch alleine da. Und nach diesem Krieg sind zwar all diese Nationen immer noch relevante Gegenspieler, aber bei weitem nicht mehr so wichtig, wie sie es gerade sind. Dementsprechend machen wir es doch mal ein bisschen anders, drehen wir das Ganze ein bisschen. Und gucken wir, dass wir gegen die Khorasan auf 100% kommen. Außerdem fortschrittliche Produktion. Sehr schön. Da kriegen wir auch nochmal neue States dann. Aber an sich scheint gerade alles gut zu laufen. Vor allem fällt in dem Moment, in dem ich das sage, Konstantinopel. Können jetzt natürlich aktuell nicht übersetzen, weil die Flotte im Weg ist. Aber das soll mir recht sein. Wir haben ja noch genug zu tun auf dieser Seite. Und sollten sie den Fehler machen, zu uns zu kommen, springen wir ihnen entgegen. Sehr schön. Serevan ist in unserer Hand. Und ich bin überlegen, ob ich sie angreifen soll. Und sie sind nicht in Bergen. Sie sind in der einen Provinz... Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das ist alles Trockenland, trotzdem. Ich werde versuchen, sie zu stellen.
Auch wenn ich ihnen einen anderen General gebe. Weil wir da den denkbar schwächsten Kampfgeneral, sag ich mal, haben. So, du marschierst damit. So, gucken wir mal. Es kommt zur ersten Schlacht. Zur ersten relevanten Schlacht. Hier haben wir noch Truppen ausgeschaltet mal eben. Dann geht's hier hin. Und hier hin. Und das ist doch eindeutig. Sehr schön. Weiter nach Tiflis. Und Liva ist in unserer Hand. Sehr schön. Oh, es geht gut voran. Wir haben mittlerweile unser Kriegsziel. Einer unserer Generäle ist verstorben. Wir kriegen unsere ganzen Kernprovinzen aber. Also eine schlechte Neuigkeit und eine gute gleich hinterher. Ich frage mich nur gerade, welcher General wo ist verstorben. Einer hier oben. Okay. Ja, da kann man mal schauen, ob wir da einen neuen rekrutieren bei Gelegenheit. Aber jetzt gibt es gleich erstmal Brasilien für uns, wenn ich mich nicht irre. Und Guam, das ebenfalls orthodox wird. So, schauen wir mal. Da haben wir es. Russisch-Brasilien. Wunderbar. Das wird ebenfalls einen weiteren Händler bedeuten. Und eine weitere Nation, die hier jetzt sich ihr eigenes Land quasi aufbauen kann, so ein bisschen. Ich finde es übrigens wirklich faszinierend, dass russische Mexiko das Ding gerade gewinnt. Oh ja. Was ist denn da passiert? Neu-Spanien ist technologisch und militärisch auf Stufe 20? Oh wow. Das könnte einem ja fast leid tun. So, sammeln wir hier die Truppen. Ich denke, das Kämpfen an sich in dem Bereich überlassen wir Äthiopien. Ja, Äthiopien darf natürlich gerne durchmarschieren. Sind immerhin auch unsere Verbündeten. Wäre irgendwie seltsam, wenn wir sie nicht durchmarschieren lassen würden. Vor allem, wenn sie gegen den gleichen Feind kämpfen wie wir. Da kann es mir ja nur recht sein, wenn sie das tun. So, ihr sammelt euch da drüben. Starke Militärführung. Unsere letzten Kriege haben zum Aufstieg von kompetenten Anführern geführt, aber aus dem Bauerntum. Wir könnten von ihren Fähigkeiten profitieren, oder wir könnten sie abweisen, da sie nicht adlig sind. Sie zu akzeptieren könnte aber Fraktionen in unserem Land aufbringen. Wir würden Armeetradition verlieren, die Bojarden loyaler machen. Nein, wir wollen sie alle haben. Und das bedeutet, dass die Bojaren jetzt etwas illoyal sind, aber... Ja, das wird sich bald wieder in Luft auflösen, das Problem. Und wir haben im Trabzon eine Schlacht gewonnen. Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass wir angegriffen wurden. Interessant. So, die nächste Festung ist in unserer Hand. Und ihr marschiert weiter nach Bagdad. Und ihr marschiert hier rum nach Khuzestan. Wir haben nämlich keine Lust, dass wir... Ja, durch die Wüste marschieren und dabei einen Haufen Zermürbung erleiden. Aber wir sollten damit bei 99 sein. Wir sind aber trotzdem noch nicht bereit, das Angebot anzunehmen. Wir könnten auch noch mehr fordern, natürlich. Aber an sich ist da eigentlich nur Khorasan interessant, weil das eben eine Festung hat, aber die Festung ist... Nee, ist nur die Hauptstadtfestung. In dem Fall würde ich das machen. Schlichtweg. Sobald sie dazu bereit sind. Und sie damit eben rausnehmen. Und wir fokussieren uns in der Zwischenzeit auf das Osmanische Reich, drängen sie immer weiter zurück. Gemeinsam mit Äthiopien. Also ich mache mir im Moment definitiv keine Sorgen. Bagdad ist in unserer Hand. Weiter nach Ardalan. Und ich glaube, ich hole mir einen weiteren General. Und wir kriegen Versicherungsgesellschaften. Erhöht unsere Handelseffizienz, weil wir wieder der Zeit voraus sind. Aber vor allem kriegen wir dadurch erhöhte Handelseffizienz.
und erhöhte Reichweite für den Handel und wir können Administration infiltrieren. Immer noch eine großartige Funktion, von der ich schade finde, dass sie so spät erst kommt, wenn sie quasi nutzlos ist, weil das Spiel sowieso fast vorbei ist. Aber ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt überhaupt hier hingesprungen bin. So, schauen wir mal. Sie sind noch nicht bereit. Malaysia ist interessanterweise ist tatsächlich in beiden Kriegen mit dabei. Mit denen werden wir einfach versuchen, irgendwann einen weißen Frieden zu schließen. Und Khorasan hat nochmal versucht, uns anzugreifen und ist dabei draufgegangen. Okay, von denen ist also nichts mehr übrig. Wunderbar. Und wir haben die Belagerung von Kärnten gewonnen. Sehr schön. In dem Fall werde ich tatsächlich mal kurz die Armee aufspalten. Aus dem simplen und einfachen Grund, dass ich hier Österreich gerne sichern würde, so gut es geht. Und Trapezunt ist ebenfalls in unserer Hand. Wir haben mittlerweile fast alle Protestanten bekehrt, die wir bekehren können. Hier unten wird es schwierig. Es dauert noch ein bisschen. Eine Königin des Volkes. Ja, die Unruhen senken wir in dem Fall mal gerne. So, so, so. Und von da aus geht es dann weiter nach Travik. Dann haben wir nämlich das ganze Hinterland quasi schon mal gesichert. Und Avalonia ist in unserer Hand. Sichert jetzt mal Janja und dann hoffentlich relativ bald Korfu. Tiflis ist in unserer Hand, weiter nach Aserbaidschan. Und hier unten Ardalan. Mazandaran können die dann holen. Hier mal schön weiter. So. Sehr schön. Hamburg will Militärzugang. Machen wir einfach. Kann uns eigentlich egal sein. Schadet nicht. Hilft nicht. I don't care. Erstmal gucke ich kurz hier runter. Janja ist in unserer Hand. Und sie haben die Flotte hier hingestellt, damit wir nicht rüberkommen. Sie haben mitgedacht, sie haben aufgepasst. Marschieren mal weiter nach Athena. Vielleicht bringt's was, aber egal. Schokoladenimporte. Prominente Wirtschaftswissenschaftler haben in letzter Zeit den rapiden Anstieg an Schokoladenimporten in Frage gestellt, nachdem einer unserer Nachbarn mittels geschickter Handelspraktiken eine große Menge der Weltvorräte unter seine Kontrolle brachte, haben ihre Süßwaren selbst unter russischen Leuten sehr an Beliebtheit gewonnen. Protektionistische Politiker fragen nun, ob Importe solcher Luxusgüter Russland Vorteile verschaffen und argumentieren, dass wachsende Abhängigkeit von einer Ware, die von unseren Nachbarn kontrolliert wird, dazu führen könnte, dass zu viel Gold aus unserer Nation fließt. Dafür sagen wir, aber dafür fließt ein Strom süßer Schokolade in unser Land. Wir halten für die nächsten 5 Jahre Kakaoimporte, was Unruhen senkt und Manpower-Rekrutenreserve, also Manpower-Generation, erhöht. Und das ist doch durchaus positiv. Ich würde sagen, weißt du was, wir bleiben mal bei Janja und wir versuchen jetzt was. Auch wenn es etwas riskanter ist. So, und zurück in irgendeinen Hafen. Weil das reicht mir schon. Damit wir das belagern können. Und solange sie Janja nicht zurückerobern, haben wir den Übergang auch da. Können wir da problemlos rüber. Ah, Maramaros ist in unserer Hand. Eine der wichtigen Grenzstädte hier. Ja, was heißt Grenzstädte? Es liegt halt in den Karpaten, aber trotzdem eine Festung, die durchaus relevant sein kann. Mittlerweile ist es nicht mehr wirklich, aber sie war es auf jeden Fall mal. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns auch hier mal für den Moment darum, einzelne Provinzen zu sichern. Bevor wir zur nächsten Festung marschieren. Überläufer zum orthodoxen Glauben. Das weise und geistig erleuchtete Volk von Edirne stellte nach unserer Besetzung ihres Landes fest, dass sie möglicherweise davon profitieren könnten, wenn sie sich uns anschließen würden. Immerhin ist Osmanisches Reich ein Land mit sunnitisch als Glauben und versteht daher nur wenig von ihren Sitten und Gebräuchen. Sollte der Krieg gut ausgehen, so wäre dies sicherlich von Vorteil. Ah.
Die haben ja tatsächlich nicht bekehrt. Das ist interessant. Die Osmanen haben wahrscheinlich tatsächlich Wert drauf gesetzt, hier die, wie heißen sie? Den einen Stand, den Stand der Ungläubigen, die Dimmer waren es, glaube ich, oder sowas, den zu stärken und haben deshalb mich bekehrt. Soll mir recht sein, kommt mir nur zugute. Und jetzt haben wir auch noch einen kolonialen Grenzkonflikt zwischen unseren beiden Nationen. Macht das unter euch aus, ist mir egal. Khuzestan ist in unserer Hand. Und die aktuelle Ikone wurde vergessen. Marschiert man nach Masandaran. Ich fürchte gerade, Äthiopien hat genau den gleichen Plan. Womit ich eigentlich nicht einverstanden bin, aber müssen wir gleich mal sehen. Wir sollten außerdem weiter Geld investieren, natürlich. So gut es geht. Denn das lohnt sich immer wieder. Ja, das lohnt sich definitiv. So, ihr marschiert hier hin. Dann machen wir mal so, so. Die sollen dann dahin. Wir können schon mal hier rüber. Und dann können wir uns gleich nach Belgrad aufmachen. Travik ist in unserer Hand. Auf nach Ragusa. Jetzt machen wir mal weiter in Indien mit dem Bekehren. Was sagt Khorasan denn aktuell zu einem möglichen Frieden? Sie sind mittlerweile bereit anzunehmen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir das. Mit etwas Glück können wir auch gleich die ganzen Kernprovinzen erstellen, bevor die Osmanen sich uns zuwenden. Geht auch definitiv. Ja, Oman existiert hier hinten noch. Ich wollte nur gerade gucken, ob die Osmanen eventuell irgendwelche Ansprüche, Kernprovinzen haben, aber das geht definitiv. Wir können das alles kornen. Dann übernehmen wir genau das. Reicht leider noch nicht aus, um Khorasan zu vernichten, aber es reicht aus, um ihnen ordentlich weh zu tun. Und wir haben tatsächlich die Mission Eroberung Sibiriens. Nein, interessiert uns weniger. Wir erstellen jetzt erstmal die Kernprovinzen, die neuen. Und hoffen, dass sie möglichst bald durch sind damit. Außerdem geben wir dem Klerus noch etwas Land. Ich schreie wieder nach mehr Land, meinetwegen. Das reicht auch schon. Und ich würde fast sagen, das ist ein sehr guter Moment, um einen Cut zu setzen. Zumindest im Moment warten wir noch, bis wir einen Diplomaten haben. Aber die Osmanen haben tatsächlich eine Belagerung gewonnen. Sie marschieren nach Nordafrika ein. Okay. Es wird interessant. Ihr marschiert nach Belgrad. Hier ebenfalls. Und ich würde sagen, jetzt setze ich mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter mit dem Osmanischen Reich aufräumen und uns mal ein bisschen überlegen, was wir denn für einen Frieden haben wollen. Bis dahin, haut rein und ciao.